Hallo liebe Eisenbahnfreunde, herzlich willkommen zum Teil 8 auf meiner virtuellen Karte von Transport Fever 2. Im letzten Video habe ich ja festgestellt, dass wir denn ein Holzwald, wo wir Baumstämme bekommen, nicht angeschlossen hatte. Das habe ich nun schon mittlerweile gemacht. Ich habe eine Verbindung geschaffen zum Sägewerk. Da werden Bretter hergestellt und da habe ich eine Verbindung in eine Werkzeugfabrik, glaube ich, war es. Ja, und da wollen wir mal schauen, ob das alles so läuft, wie es soll. Es ruckelt, ne. So, hier wird der Holzzug beladen. Der Wald steht schon auf 100%. Und was fährt hier? Hier fährt der Erzzug ins Erzbergwerk. Das läuft auf 100%. Und hier haben wir das Sägewerk, das ist auch voll. Da vermissen wir die Züge. Das ist nicht gut. Ah, hier kommt einer. Da kommt schon einer. Wir haben wir jetzt eingesetzt? Drei Züge. So, da fahren wir doch glatt mal mit. Mit der Spucken 193. Position 1 vor die Lok. Da haben wir Einfahrt in den Bahnhof. Ja, das ist der Erzbahnhof, da fahren wir durch. Der nächste Bahnhof ist es. Ja, dann müssen wir auf die Geschwindigkeiten übergeben. Sich die 193 hier lohnt oder ob wir auch eine 155er einsetzen. So, da sind wir auf dem Sägewerk. Da werden wir mal Bretter einladen. Viel werden wir nicht weg, da ist er voll. Fahren wir mal fest und da fahren wir mal eine Runde komplett mit und achten immer auf den Speed. Ja, neue Schrauben habe ich hier. Das ist nicht schlecht. Ein schneller Fahrerzug.
Das ist schon schön von der Landschaft. Also, wie ich schon sagte, ich bin begeistert von dem Spiel. Das ist einfach so ein so, jetzt kommen wir auf die Hauptstrecke mit drauf. Da kommt jetzt unser Zug entgegen. Von den dreien, einer von den dreien. 120 im Bahnhof. Zug. Da hat sie zu kämpfen, die 193. Der nächste Herzzug. Wir biegen hier ab. Auf die Hauptstrecke. Also passt mir zur Hauptstrecke zwischen Leipzig und Hamburg. Hier habe ich die Gleise komplett neu gelegt. Die Verbindung war noch nicht von dem einen Gleis. Dann kommen wir auf die Hauptstrecke zwischen Leipzig und Hamburg. Wir fahren jetzt Richtung Hamburg. So, das sieht alles gut aus. Die Geschwindigkeit, ja. Das ist die Frage, nehmen wir eine Doppeltraktion? Das ist der ICE, muss anhalten. Ja, und da kommt der dritte Gegenzug, also Zug Nummer 3 von unserer Linie hier. So, geradeaus wird es direkt nach Hamburg reingehen. Wir fahren aber an Hamburg vorbei. Auf der linken Seite sieht man Hamburg. Geräusche sind genial. Als ob man richtig drinnen sitzt. Da haben wir schon eine Doppeltraktion. Mit der 193. Schon die Doppeltraktion. Mal sehen, was er an Umsatz macht. Umsatz.
Doppeltraktion. Ach doch, dann schauen wir mal, was wir noch so im Lager haben. Elektrisch. Da sind sie versteckt. Dann gucken wir mal, was wir an bunten Lokomotiven haben. Eine Schublok braucht man nicht, wir brauchen was noch mitzieht. So, am ersten. Und die dritte, ändern von 40 Miller.
Klack. So. Wir wollen es eigentlich einsteigen. Also wenn wir die Lok jetzt mit angehangen haben, haben wir das vorgeschoben. Naja, das wird dann jetzt nicht mehr. So, natürlich kommen wir jetzt hier besser auf Geschwindigkeit. Schon 117, aber wir müssen bremsen, da kommt noch ein Holzzug vor uns. Aber mit zwei Lokomotiven haben wir jetzt mehr Kraft und können hier besser anfahren und auf Geschwindigkeit wieder kommen. Neue alte Strecke und vorher schon ein Erzzug. Und jetzt fahren noch drei Rätschenzüge. So, dann genießen wir mal die Landschaft mit den Felsen. Das ist schon mal gut. Wir sehen, den anderen haben wir eventuell verpasst. Jetzt bin ich ja gespannt, ob der im Wald auf Baumstämme lädt. Alles fährt rein. Ich muss jetzt linke Gleis nehmen. Jawohl. Und hier müsste die Retter laufen. Quatsch. Anstrengend. Ja, er bremst. Jawohl. Perfekt. Der liegt höher. Noch ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Wollen wir reinschauen in die Lok? Ja, Einheitsführerstand. Schmuck. Sehr schön. So, gehen wir wieder vorne. Position 1. Hier kommt uns der Holzzug, der Baumstammzug entgegen. Er fährt nur Baumstämme. Und nur noch Kombiverkehr. Wir nehmen unterwegs die Baumstämme hier mit. Ins Sägewerk. Bergwerk noch auf der rechten Seite. Dann donnern wir durch.
nächste Bahnhof ist unser. Da ist das Sägewerk. So, mal sehen, wie viele Blätter schon da liegen. Ja, da liegt schon eine ganze Menge. Ich denke, da werden wir sofort voll und können gleich wieder abfahren. Schauen wir mal, was der Baumstämme uns bringt. 7,5 Meter. Ja, da kommen wir noch ein Ding ins Bus hier. Oh, ein Baumstamm, Alter. Hat er nicht abgeladen? Warum denn das nicht? Ist das Sägewerk voll? Nö, hier ist noch Platz. Ja, das ist noch klar auf 100%. Wahnsinn. So, einmal retour. Hamburg in die Maschinenfabrik. Und das ärgert mich, dass der die zwei Baumstämme nicht abgeladen hat. Das ärgert mich. Müssten wir an der Linie was einstellen. Position 1 nochmal, ich habe verrottet mit der Maus. Jetzt ist genug da. So, jetzt kriegen wir Geschwindigkeit. Ich ahne schon was. Wir müssen bremsen. Ein Abzug vom Führungsgas. Garantiert. Bremsen schnell genug. Ah, wo soll denn? Überfliegerbahn.
später mal nachschauen, worin es hängt. Jetzt können wir Schwung holen. Und da kommt der Autosave. Ach ja, manchmal nervt das schon. Schwung nach oben. Ja, 120 zieht er durch. Beschleunigt noch berghoch. Das ist gut. Könnte natürlich mit dem D schneller sein. Gleis, weil im Bahnhof das Gleis besetzt ist. Besetzt war. Da kommt uns der Blue Tiger entgegen. Thank you.
da schauen wir mal uns den verrosteten Zug an. Ob der in der Wartung ist? Nein, dann schicken wir den mal ganz schnell in die Wartung, damit er wieder schön sauber blank wird. So, was macht hier die Maschinenfabrik? Die arbeitet ziemlich bald am Limit. Und der Maschinenzug ist voll. So, da schlingen wir uns wieder. Setzen wir uns mal aufs Dach. Da hat man auch eine schöne Perspektive. Man sieht was. Bloß wichtig, Kopf einziehen, sonst kommt man an der Oberleitung. Ja, jetzt ist er leer, jetzt sieht er natürlich gleich durch. Der hat die Baumstämme mit abgeladen. Links, das ist ein Bahnhof. Da stehen sie. Fast auf null ausgebremst. Da sieht man Leipzig im Hintergrund, den Uni-Riesen. Unser Gegenzug hier, der hat wieder vorne zwei Bahnstämme drauf. Sehr lustig. Auch Baumstämme drauf, ist ja auch eigentlich.
aber die Linie stimmt. Dann soll das in Gera alles entfernen. Mit 100% Rettung. Die Baumstämme nicht. Das ist zurück. Baumstämme laden. Das gibt's doch nicht. Ist drüber gesprungen. Lädt die einfach nicht. Ja, das ist eine. Irgendwie stimmt das nicht ganz. Wahrscheinlich, wenn man von der Linie die zumacht, startet der komplett neu durch oder keine Ahnung. Dann muss ich ihn jetzt mal sagen, dass er hier in. Ja, am Bahnhof halten soll. Dann müssen wir das mit so machen. Nicht, dass er hier jetzt auch noch durchfährt. Ah ne, hier soll er ja durchfahren. Dann ist hier Gera Haltepunkt. Ja, das war ja Gera Haltepunkt und das war Bahnhof. Gera Haltepunkt. Also unterwegs noch Gera Haltepunkt. So, da sind aber nicht genug Bretter da. Wird schon langsamer. Der Bretterzug, der kommt hier schon angedüst und bringt Baumstämme, der Baumstammzug, der Holzzug. Mit Prozent und Level gleich im höchsten, alles gut. Bringt 6,7 Mille. Ja, eine Frage. Naja, das werden wir beobachten. Das werden wir beobachten. So, da gucken wir mal hier. Taucher, das ist hier oben gleich, ob da alles flutscht. Da läuft
alles auch planmäßig. Ja. Fast volle Produktion. Könnte eventuell, weil hier noch was rumliegt, ein Ballaster einsetzen. Wie viel haben wir auf der Linie? 16. Reinkommt, ist das weg. Brauchen wir nicht einsetzen. Jetzt kommen sogar drei rein. Das ist der Rostocker Brotzug. Ja. Dann brauchen wir nichts einsetzen. Hier ist die Stadtrundfahrt. Hier ist ein Bus von der Stadtrundfahrt. Ja, da macht man Minus. Ja, die Person, die Nachfrage wächst. Das ist schon mal gut. Die Nachfrage wächst. Das ist der Partybus. Mit. Da gibt es die Position 1 im Bild Taste, da kommt man in die unterschiedlichen Stellen und auch oben mitfahren. Da sind wir vor dem Bus.
fahren. Da wollen wir nur zwei mitfahren. Naja, das muss ich noch einspielen. So, unser Bretterzug ist voll. Da steht schon der nächste drin und wird beladen. Und hat Baumstämme noch drauf. Also das kann nicht wahr sein. Das verstehe ich nicht. Wir müssen doch hier abladen. Das ist ja hier alles frei. Oh, der hat eine volle Ladung hier. Jetzt haben wir hier alle drei auf einen Haufen fast. Man kann ja jetzt komplett reinfahren. Die haben ja zwei Bahnsteige, die Linie. Man hat noch nasse. Da muss man ein bisschen rollen. Dabei denn auch die Baumstämme liegen bleiben. Da bin ich jetzt gespannt. Was gibt es noch Neues? Ja, ich habe einen Erzzug, Quatsch, ne, Steinezug. Habe ich hier.
Man nähert sich dem Bahnhof. Das fährt sich ein in die ITL. Wie sieht die aus hier? Okay. Dann lädt mir doch einer auf mit sowas. Ja, voll im Lager. Dann müssen wir mal hier im Bahnhof gucken. Terminals. Alles leer. Wieder aufgeladen. Linie verwalten. Hamburg Maschinenfabrik. Aha. Du sollst da nicht laden, du sollst da entladen. Und dort sollst du Bretter laden. Ja. Nächstes Mal nimmst du nichts mit. Du kannst hier nicht Bretter einfach mitnehmen. So. Hier ist der Steuerzug. Dann fahren wir schnell durch den Tunnel. Dann haben wir 125. Hier muss noch eine Ecke drin sein, gebremst. Dann haben wir dann eigentlich hier den Tunnel. Weil wir hier... Ach, die Hauptstrecke... Adesef. Die Hauptstrecke von Hamburg nach Leipzig ist, die unterfahren wir hier. Könnt ihr auch drüber fahren, ne? Das wäre überhaupt die Idee. Was ist hier für ein Signal? Geht ja gar nicht. Hier drüber fahren. Da kommen wir nicht so schnell hoch. Wird zu steil. Ja, dann können wir das ausreizen. Platz wäre. Ja, dann müsste hier oben. Können Sie mal probieren. Wir können ja mal spaßeshalber was bauen. 1, 2, 3, 4. So, ihr solltet nicht andocken. Wir sollen eine Brücke ziehen.
So könnte ich mir das vorstellen. Eine Brücke. Ja, Beton. Wie sieht es unten aus? Rost. Rost. Rost wackelt und mit Luft. Und jetzt müssen wir bloß wieder runterkommen. Das wird was, das wird was. Und auf der anderen Seite. Ja, können wir auch. Dann kurze Pause. Brücke einbauen. Er hat ja schon die Brücke genommen. 300, ja. Jetzt müssen wir bloß hier dran. Hm, kann man das noch? Ne, das lassen wir mal. Wir gehen dort direkt dran. Halt, ich wollte gucken. Ja, das ist nicht zu steil, die Rampe. Passt. Noch Signale gesetzt. So, und schon haben wir den Tunnel weg. Noch ein bisschen Schönbau betreiben. Wir sind schon sich vorbei. Wir sind schon auf der Nebenbahn und noch wieder zugefahren. Das ist auch gut durchgekommen. So, ist die Frage wieder. Wie viel Holz liegt im Bahnhof? Der Bahnhof ist voll. Da kommt man sich den Weg zu. Der ist nicht voll beladen.
Jetzt wird es noch verrückter. Ja, jetzt lassen wir den erstmal laden. Er ist schon voll. Also die Linie ist langsam. Langsam frage ich mich selber. Das ist Gera Haltepunkt. Vollladen. 10 Minuten Wartezeit. Mit Rädern. Ist doch alles richtig. Alles richtig. Warum? Hier keine Bäume da. Immer im Lager. Ja, deshalb ist er wahrscheinlich abgefahren. Weil kein Nachschub da ist. Das könnte sein. So, jetzt bin ich gespannt, ob der alles ablädt. Also wie gesagt, Lager leer. Der eine zählt nicht. Das ist das Muster ohne Wert. Na komm, also noch am anderen Bahnhof. So, nun kommt, die Spannung steigt, lädt er alles ab oder nicht? Er lädt wieder nicht alles ab. Herrlich. Verstehe, wer will. Da ist der drei Baumstämme drauf. So, gucken wir mal, was die anderen Züge machen. Rechnet sich die Linie oder nicht? Wenn sie natürlich dann bis leer fahren oder halb voll, das rechnet sich dann nicht. Dann kann man nämlich dann einsparen. Und das werde ich auch machen. Wenn es gerade leer, dann sparen wir ein. Fast oben. Ah, da kann man über die Brücke fahren. Da kommt doch ein bisschen mehr, das Stahlzug kommt damit verzögert. Sie haben an Steine mitgeladen. Also manchmal ist es ganz verrückt. Der Stahlzug hat Steine geladen. So. Ja, da fährt der Benzinzug. Und dann geht's auf das neue Stückchen Strecke. Oh, hier ist es. Aber auch eng geworden. Beschleunigt. So, also folgendes. Der Zug. Die Strecke angucken. Das
Das ist ein bisschen arg eng. Wieso ist das so weit rübergezogen? Das versteht man nicht. Das müssen wir nochmal machen. Pause. Das müssen wir nochmal abändern. Das können wir so nicht lassen. Wir könnten ja eher in die Kurve gehen. Das ist ja nicht das Problem. Nee, das sieht normal aus. Das sieht besser aus, ja. Das sieht besser aus. Hier ist auch alles gut. Ja. Das können wir so lassen. So können wir es lassen. So, noch das Signal ersetzen. Ich glaube, hier haben wir eins weggerupst. Jetzt machen wir noch eins an der Brücke. Ja, so können wir es lassen. So, weiter geht's. So, gucken wir mal. Beladen Zustand. Ja, da müsste jetzt mal noch Hitz zukommen. Wird das fast voll. Das ist fast voll. Hier ist alles voll. Das ist, also die Verteilung ist auch ein bisschen komisch. In die Lagerhöhlen. Da hat 320 auf dem Bahnsteig hier liegen. Ja, ein bisschen bald voll. Noch drei Holz. Drei Bäume. Noch zwei. Da fährt der schon ab. Der ist nicht voll. Ah ne, der war abgeliefert. Der hat auch die Baumstämme mit abgeladen. So, da fahren wir mal mit dem Baumstammzug. Position 1, Bild. Keine 155 innen, schöner Führerstand, übersichtlich, schon wieder auf die Uhr, da ist schon wieder eine Stunde rum. Die Zeit vergeht, aber nee,
Aber wir haben zwei kleine Sachen gemacht, die Linie beobachtet, dass alles flutscht. Theoretisch müsste der dann, naja, nicht voll werden, aber doch, der ist halb voll. Der passt gerade so rein. Da kann das Sägewerk wieder arbeiten. Ja, dann machen wir mal Schluss, sonst kommen wir wieder über eine Stunde. Ich sehe das schon. Da wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal.